Herzlich willkommen heute zum Thema Gründungszuschuss. Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir begleiten pro Jahr ca. 50 bis 100 Klienten dabei, dieses Fördermittelprodukt auch zu beantragen. Wir haben eine relativ hohe Förderquote und ich verrate dir heute, wieso. Nun, zunächst einmal ist zu prüfen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und das ist in der Regel so, dass du Arbeitslosengeldversicherung bezahlt hast, dass du länger als 12 Monate dort also versichert warst und dass von dem Restanspruch, den du hast, also wenn du Arbeitslosengeld bekommst, bekommst du ebenfalls 12 Monate Anspruch und von diesen 12 Monaten insgesamt müssen 5 Monate, sprich 150 Tage noch vor dir liegen. Vorher muss also der Antrag gestellt werden und bevor du den Antrag stellst, musst du vorher die Antragsunterlagen abgeholt haben und meistens ist es so, dass du für die Antragsunterlagen schon so ein grobes Businesskonzept brauchst und wenn du die Antragsunterlagen abgibst, muss alles vollständig fertig sein. Die Dauer, die du dann bewilligt bekommst, ist in der Regel 6 plus 9 Monate. Was bedeutet das? Du bekommst zunächst einmal 6 Monate weiter ALG 1 bezahlt, also den gleichen Beitragssatz, den du vorher hattest. Und zusätzlich bekommst du 300 Euro Sozialversicherungsbeiträge ausbezahlt, insgesamt 6-mal. Und wenn du das Halbjahr hinter dich gebracht hast, also Gründungszuschuss bekommen hast, hast du die Möglichkeit, hier den Teil 2 nochmal zu beantragen, sprich also nochmal 9 Monate mal 300 Euro für die Sozialversicherung zu beantragen. Die Voraussetzungen dafür sind, dass du ähnlich wie beim Erstantrag die Antragstellung in Bezug auf Zahlen formulierst, dass du nachweist, was du bisher gemacht hast und dass du auch zeigst, wie die nächsten 6 Monate aussehen. Das ist für den Teil 2 die Verlängerung. Die Rechtsform ist hier § 93 SGB 3, nicht zu verwechseln mit dem SGB 2, wonach das Jobcenter und Einschießgeld bemessen wird. Du bist also im SGB 3 Rechtsgebiet unterwegs. Nun, wie verfolgt der Antrag? Ganz einfach, du gehst erstmal zum Arbeitsamt und holst dir einen Antrag ab und dann steht auf diesem Antrag drauf, was du alles an Unterlagen für die Abgabe des Antrags beizubringen hast. Beispielsweise steht da drin Gewerbeanmeldung, Existenzgründungsseminar besuchen, die steuerliche Anmeldung und was meistens dazu kommt, ist der Businessplan. So, und der Businessplan, der besteht aus 2 Bereichen oder eigentlich 3. Der erste ist der Zahlenwerk über 36 Monate. Wichtig sind natürlich für das Arbeitsamt die ersten 6 Monate, wo du nachweisen musst, dass du im 6. bzw. spätestens dann im 7. Monat tragfähig bist. Sprich also, wenn der Gründungszuschuss nach 6 Monaten zu Ende geht, dass du dann von dem Unternehmen leben kannst. Also entnimmst dann aus den Überschüssen des Unternehmens deinen Unternehmerlohn. Das muss hier im Zahlenwerk nachgewiesen sein. Und das Ganze wird dann in einem Textteil noch kommentiert. Der ist ca. 20 bis 30 Seiten groß. Und du hast dann noch diverse Anhänge. Zum Beispiel dein Teilnahmezertifikat für Gründungsseminar, zum Beispiel steuerliche Anmeldung, Gewerbeanmeldung, Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate etc. Alles, was du sozusagen als Beweismittel brauchst, um den Leser davon zu überzeugen, dass dein Konzept auch funktioniert. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist die sogenannte fachkundige Stellungnahme einer fachkundigen Stelle. Das sind Steuer- oder Unternehmensberater, so wie ich, die deinen Plan vorher als externer Gutachter begutachten, bewerten und dann sagen, jawohl, das Konzept ist tragfähig, das schafft das zu erreichen. Deshalb hier abgekürzt FAKU, fachkundige Stellungnahme. Kostet zwischen 50 bis 150 Euro, kann man bei der IHK machen, Steuerberater oder Unternehmensberater. Ja, und was sind die häufigsten Fehler? Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich habe Gründer gehabt, die haben gesagt, ja, ich bin ganz motiviert und
weiß, dass ich jetzt gekündigt bin und muss jetzt im Januar beispielsweise dann meine Arbeitslosigkeit antreten. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht und habe ein Gewerbe angemeldet, eine GmbH gegründet, was auch immer. Nun, wenn du mit dieser Information zum Arbeitsamt gehst, wo du ja meldepflichtig bist, sobald du die Informationen bekommen hast der Kündigung und du sagst deinem Vermittler, dass du schon ein Gewerbe gegründet hast, dann bist du nicht mehr verfügbar. Du bist nicht vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt und deshalb kriegst du weder ALG 1 noch Gründungszuschuss. Also bedenke, dass du, bevor du Gründungszuschussantrag stellst, erstmal den ALG 1 Bescheid brauchst. Und bevor du den nicht hast, wird auch nicht kommuniziert, was deine Ideen und Konzepte sind. Denn der zweite große Fehler ist, dass du nicht nur zu früh gründest, sondern dass du deinem Vermittler sagst, hey, ich will mich selbstständig machen. Das Problem ist, der Vermittler darf dich gar nicht fördern in der Situation, wenn er nicht zuvor probiert hat, dich im ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das heißt, du hast 1, 2, 3 Monate Kooperation vor dir mit dem Vermittler, wo du dich bewirbst und auch nachweisen darfst, dass du dich beworben hast und auch dann die entsprechenden Ablehnungen vorweist. Erst wenn du das gemacht hast, hat der Sachbearbeiter überhaupt die Chance, dir die Anträge für Gründungszuschuss herauszugeben und die Antragstellung zu vollziehen. Also nicht zu voreilig, sorge erstens dafür, dass du den ALG 1 Bescheid bekommst, dann wartest du 1, 2 Monate und kooperierst mit dem Arbeitsamt. In der Zeit hast du auch die Möglichkeit, dir einen Berater zu suchen, der dich dabei unterstützt, diese Anträge so zu machen, dass sie auch durchkommen, dass die Wahrscheinlichkeit, also so wie bei unseren Klienten, weit über 90% in der Bewilligung liegen. Und dann im dritten Monat nach Antritt deiner Arbeitslosigkeit fragst du unauffällig oder auffällig nach den Anträgen für Gründungszuschuss. Nun, der letzte Punkt ist, wie sieht es mit dem Zuverdienst aus? Bis du so sozusagen dein Vollerwerb angemeldet hast, kannst du schon im Nebenerwerb, das heißt, du gehst zum Gewerbeamt oder Finanzamt, sagst, du arbeitest weniger als 15 Stunden in der Woche, das ist ganz wichtig, dass du dann immer noch verfügbar bist, für das Arbeitsamt dich zu vermitteln. Du bist also noch nicht im Vollerwerb, sondern im Nebenerwerb mit 15 Stunden, kannst schon sofort arbeiten und 165 Euro, wichtig, Gewinn machen. Nicht Einnahmen. Wenn du also 1.000 Euro Einnahmen machst, kannst du gerne Ausgaben für eine Website, Laptop etc. machen in der Höhe von 835 Euro und überschreitest sie nicht. Überschreitest du diese Grenze vor Antragstellung Gründungszuschuss, dann wird das dir abgezogen vom ALG 1. Einzige Ausnahme ist, wo dieser Betrag ansteigen kann, wenn du die letzten 12 Monate schon oder länger im Nebenerwerb selbstständig warst und dein Durchschnittsverdienst höher war als 165 Euro, dann wird es auf diesen Durchschnittsbetrag angehoben. In dem Moment, wo du dann den Antrag gestellt hast, da kannst du und den Bewilligungsbescheid hast für Gründungszuschuss, da kannst du auch 1 Million verdienen. Deine Bezüge, dein Gründungszuschuss wird also dann nicht gekürzt. Zusammengefasst, also warte ab, dass du ALG 1 Bescheid hast, prüfe deinen Restanspruch, weil vorher musst du dich selbstständig gemacht haben, bereite deine Unterlagen sorgfältig vor, arbeite anfangs mit dem Arbeitsamt zusammen, um dich zu vermitteln und wenn du dann genügend Ablehnung hast, dann frag nach dem Antrag Gründungszuschuss und stelle diese Anträge gemeinsam mit einem etablierten Beratungsunternehmen, das dann 1, 2, 3, 4, 500 Euro kostet oder vielleicht auch 1.000 Euro, aber du bekommst dann auch sicher 10, 12, 13 oder 15.000 Euro und keine Ablehnung. Und vergiss nicht, den Antrag Teil 2 zu stellen, nach 6 Monaten vorzubereiten, wo du dann nochmal bis zu 2.700 Euro bekommst für deine Krankenkasse. Ich wünsche dir viel Erfolg und mache dir Mut, diesen Antrag zu stellen, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du im 6. Monat deine Tragfähigkeit nicht erreichst, dass du vielleicht dann mit diesen 300 Euro nicht leben kannst. Und da gibt es die gute Nachricht, dann kannst du immer noch Zuschüsse bekommen für deine Lebenshaltungskosten, für deine Mieteunterkunft und für deine Krankenversicherung. Nicht mehr vom Arbeitsamt, nicht mehr vom SGB III, sondern dann vom SGB II-Gebiet. Das ist das Jobcenter. Da gibt es Einstiegsgeld bzw. gibt es dann Zuschüsse für Unterkunft und es gibt nochmal Leistungen für Investitionen im schlimmsten Fall.